Büro von Sabine. Ja. Und wie oft sitzt sie hier drin? Das ist schon ziemlich häufig. Ja. Ja, genau. Die Stunden meine ich am Tag. Die Stunden am Tag. Ja, wenn sie im Plenum sitzt und insgesamt, das geht ja hier von früh morgens um 9 bis 24 Uhr. Und davon ist sie vielleicht die Hälfte der Zeit im Büro, die Hälfte der Zeit im Plenum. Dankeschön. Bitteschön. Das ist das Sabines Büro? Ja. Da öffnet die heutige Sitzung. Ich gebe zu bedenken, dass wir eine sehr volle Tagesordnung haben. Deshalb müssen wir relativ pünktlich beginnen. Und wenn es irgendwie geht, bitte ich auch um Nachsicht und kürzere Diskussionsbeiträge. Ich begrüße herzlich in unserer Runde eine Besuchergruppe aus Hamburg. Sabine Wils besucht haben. Vom Namen. Vizepräsident im Namen der GUE wollen also ein solches Schreiben verfassen. Wir wollen auch ein Schreiben an Baroness Aschen verfassen. Es geht nicht darum, dass jetzt Unterschriften per se gesammelt werden, aber wir brauchen so viel Unterstützung wie möglich überall, in den nationalen Parlamenten überall, und wir sollten alle Energien jetzt auf diese Petition richten. Die kubanische Regierung gibt ja klare Signale. Sie lässt politische Gefangene frei. Sie fährt fort mit diesen Initiativen. Und deshalb hoffen wir, dass wir auch umgekehrt mit der umgekehrten inhumanen Situation endlich Schluss machen können. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass ich auch namens der Fraktion sagen kann, unsere Solidarität bleibt. Wir werden uns konzentrieren auf das, was sinnvoll und aus unserer Sicht auch möglich ist. Ich will unseren Gästen sagen, GUE NGL bleibt eine gute Adresse, ob in Straßburg oder in Brüssel. Wir bleiben bei unserer grundsätzlichen politischen Haltung. Und ich wünsche viel Erfolg. Ja, ganz toll war, dass ihr da wart, und ihr wart wirklich eine angenehme Gesellschaft, und ich finde es sehr schön, wenn ihr ein bisschen was mitgenommen habt, wie das bei uns so läuft im Europaparlament, und dass ihr da so einen Bezug bekommt, was hier abgeht. Ja, vielen Dank, Sabine. Das war vorher nicht geplant, aber ich denke mal, es ist schon mal ein Erlebnis, den UN-Generalsekretär da live zu erleben. Und dann war vom Europaparlament eben noch ganz normal quasi angeboten worden, das Mittagessen, das wir zusammen in der Kantine hatten. Und das wäre es dann gewesen.